Hallo YouTube, hier ist mal wieder euer Nerdiana mit dem neuesten Klatsch und Tratsch aus Wissenschaft und Technik. Der erste Beitrag ist wirklich etwas ganz Besonderes, denn Forscher haben herausgefunden, dass unsere Nase nicht das einzige Organ ist, mit dem wir riechen können. Das zweite Thema klärt den Unterschied zwischen Vulkanen und Supervulkanen. Ich habe mich nur noch nicht ganz entschieden, ob der Beitrag oder das Thema spektakulärer sind, also schaut es euch einfach mal an und dann nicht abschalten, denn wir tauchen ein in die faszinierende Welt der Präriehunde. Die sind richtig clever und vor allem süß. Also viel Spaß bei den News. Unsere Nase. Unendliche Weiten. Die Tatsache, dass wir riechen können, ist eigentlich ein Fluch und ein Segen zugleich. Unser Riechkolben erschnuppert nämlich manchmal Gerüche, die man ganz gerne so schnell wie möglich aus der Nase bekommen möchte. Oh ja, es gibt schon schreckliche Gerüche. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass man sich in der deutschen Sprache schwer tut, Wörter für Gerüche zu finden? In der totonakischen Sprache, die man in Mexiko spricht, ist das anders. Da gibt es für spezielle Düfte auch spezielle Wörter. Und bei uns, da heißt es dann einfach, es riecht streng. So, da kannst du dir jetzt von allen strengen Gerüchen einen aussuchen. Da uns hier die Worte fehlen, arbeiten wir mit Vergleichen. Sie duftet wie eine Rose. Aber ist auch jedem klar, dass eine Rose für ihren lieblichen Duft über 500 Einzelstoffe herstellen muss. Naja, aber bis auf die Sache mit dem Poppeln ist unsere Nase schon ein unglaubliches Organ. Wir sind in der Lage, 10.000 verschiedene Gerüche wahrzunehmen. Geschmacksunterschiede kennen wir 5. Beim Essen arbeiten beide Sinne zusammen. Deshalb macht Essen mit einer verschnupften Nase auch nicht wirklich viel Spaß. Unsere Nase hat den direkten Draht zum Gehirn. So können Gerüche sogar Gefühle auslösen. Wir riechen aber nicht nur mit unserer Nase, nein, sondern auch mit unserer Lunge. Das behaupten zumindest einige Forscher. Sie konnten zeigen, dass die Lunge in der Lage ist, bestimmte Geruchsstoffe zu erkennen und eine Reaktion auszulösen, nämlich die Luftröhre zu verengen. Die Wissenschaftler glauben nun, dass sie einem Schlüsselmechanismus von Asthma auf die Schliche gekommen sind. Das Besondere hierbei: die Riechzellen in der Lunge senden keine Signale an das Gehirn, sondern lösen direkt die körperliche Reaktion aus. Kann man die Geruchsrezeptoren in der Lunge blockieren, lassen sich womöglich neuartige Asthma-Medikamente herstellen. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Da merke ich schon richtig, wie die Endorphine in meinem Körper ausgeschüttet werden. Ich glaube, ich bekomme gleich einen Gefühlsausbruch. Oder Moment, es ist eher ein Vulkanausbruch. Medien sind immer so einfallsreich, wenn es um reißerische Überschriften geht. Immer wieder taucht der Begriff Supervulkan auf. Die Geologen finden das nicht so witzig. Tja. Aber zwei unabhängige Forscherteams sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass der Begriff Supervulkan doch ganz passend sein könnte. Die Wissenschaftler haben nämlich den entscheidenden Unterschied zwischen Vulkanen und Supervulkanen entdeckt. Bei allen Vulkanen wird Magma aus dem Erdinnern an die Oberfläche befördert. Magma besteht zum Großteil aus Siliziumdioxid und gelösten Gasen. Man kann die verschiedenen Magmasorten auch grob nach ihrem Silikatgehalt einteilen. Tritt Magma aus der Erdoberfläche aus, dann entweicht das Gas. Jetzt spricht der Geologe von Lava. Dieses Material ist durch die entleerten Gaskammern ziemlich porös. Unter bestimmten Umständen brechen diese Lavadome zusammen oder explodieren durch das entweichende Gas. Übrig bleibt eine Wolke aus Gas und Asche. Diese Wolke hat durch die enthaltene Asche eine größere Dichte als die umgebende Luft. Diese drückt die Aschewolke mit einer unglaublichen Kraft nach unten. Nun rasen heiße und bis zu 1000 Stundenkilometer schnelle Wolken den Hang hinab. Man spricht von pyroklastischen Strömen. Ja, so ein Vulkan ist schon eine ganz heiße Party. Aber wo bleibt denn jetzt der Supervulkan? Bei den kleinen Vulkanen ist die Magmakammer so klein, dass der Druck aus dem Erdinnern ausreicht, um das ganze Gebräu an die Erdoberfläche zu schieben. Bei Supervulkanen ist die Magmakammer viel zu groß und der Druck aus dem Erdinnern zu klein. In diesen riesigen Kammern kühlt sich ein Teil des Magmas ab. Dadurch werden Gase frei. So, jetzt alle nochmal konzentrieren, denn gleich knallt's. Das freigesetzte Gas hat eine geringere Dichte als das Gestein darüber. Geringere Dichte bedeutet, die Gase haben einen Auftrieb.
ähnlich einem Fußball, der unter Wasser nach oben steigt. Auch dieser hat im Vergleich zum Wasser eine geringere Dichte. Bei unserer riesigen Magmablase schießt jetzt nicht ein Bällchen nach oben, nee, sondern eine ganze Armada von Fußbällen bahnt sich ihren Weg unaufhaltsam nach oben. Das ist dann ein Supervulkan. Diese neuen Erkenntnisse haben leider auch gezeigt, dass Vorhersagen zu Vulkanausbrüchen noch schwieriger sind als bisher angenommen. Bis es zuverlässige Warnsysteme gibt, wird also noch einige Zeit vergehen. Aber nicht nur Menschen schützen sich mit Warnsystemen. Auch Tiere haben außergewöhnliche Strategien entwickelt, um sich auf Gefahren aufmerksam zu machen. Selbstverständlich müssen diese Warnsysteme auch von den Tieren getestet werden. Präriehunde. Das sind so die Ganzharten. In einer kargen Landschaft sind sie auf sich allein gestellt. Jederzeit kann ein gieriger Greifvogel versuchen, seine Klauen um einen zu schlingen. Präriehunde müssen wachsam sein. Sie sind benannt nach ihrem Lebensraum und ihrem ohrenbetäubenden Gebell. Es sind eine Unterfamilie der Erdhörnchen und verwandt mit den Murmeltieren. Es sind sehr gesellige Lebewesen. Sie leben in Familienverbänden mit einem Männchen als Oberhaupt, 3 oder 4 Weibchen und einer großen Zahl von Jungtieren. Diese Verbände leben in Kolonien zusammen. In Mexiko gibt es eine Kolonie mit 1 Million Einwohnern. In menschlichen Maßstäben wäre es vergleichbar mit Köln. Dort leben 1 Million Menschen. Bei einer so großen Anzahl von Tieren muss man als kleines Hörnchen auf der Hut sein. Fast den ganzen Tag kreisen gefräßige Vögel am Himmel. Man sollte sich also einen Platz in der Menge suchen, an dem es viele wachsame Artgenossen gibt, die einen bei einer plötzlichen Bedrohung warnen. Nur, wie findet man heraus, ob die Freunde hier alles im Blick haben oder in Gedanken versunken sind? Die Präriehunde machen das ganz schön clever. Sie richten sich ruckartig auf. Machen die Nachbarn das nach? Dann kann man in diesem Plätzchen bleiben, denn die Kollegen sind aufmerksam und reagieren schnell auf eine mögliche Gefahr. Wenn sich der Großteil allerdings nicht rührt, dann sollte man sich schleunigst neue Freunde suchen. Auch ich bin auf der Suche nach neuen Freunden, deswegen gibt es auch endlich eine Facebook-Seite. Den Link dazu gibt es natürlich in der Infobox. Auf der Facebook-Seite werdet ihr neben den neuesten Videos auch mit Hintergrundinfos rund um meinen Channel und um mein Leben versorgt. Dann hoffe ich mal, wir treffen uns alle wieder im nächsten Video und tschüss!